Gestern war der 27. Januar, der Tag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee. Und im Deutschen Bundestag haben wir in einer Gedenkveranstaltung den Worten von Marcel Reich-Ranicki zugehört. Viele von euch kennen ja Marcel Reich-Ranicki aus sehr engagierten Diskussionen, wie er in Talkshows häufig auch ironisch, bissig spricht. Und ich war sehr gespannt, wie seine Rede sein würde. Marcel Reich-Ranicki ist inzwischen 91 Jahre alt und er hat den Bundestag und wahrscheinlich auch alle die, die es im Fernsehen verfolgt haben, zutiefst beeindruckt, weil er über einen Tag in seinem Leben gesprochen hat, über den 22. Juli 1942. Er war damals als junger Mann im Warschauer Ghetto, hat als Dolmetscher und Übersetzer für den sogenannten Judenrat gearbeitet und musste eine Beratung mit Anweisung eines SS-Manns protokollieren und das ins Polnische übersetzen. Er hat im Prinzip Todesurteile übersetzen müssen. Marcel Reich-Ranicki hat dann erzählt, wie er kurz entschlossen seine Frau an dem gleichen Tag geheiratet hat, weil in den Anordnungen stand, dass verheiratete Frauen, wenn sie mit Männern, die in der Verwaltung oder in der Produktion noch benötigt werden, zusammen sind, nicht deportiert werden. Er hat ihr damit zum ersten Mal das Leben gerettet und zum zweiten Mal, als sie gemeinsam in den Untergrund gingen. Wir haben im Bundestag sehr beeindruckt dieser Rede Respekt gezollt und die Zufälle der Geschichte, oder sind es Zufälle, darauf will ich noch etwas näher eingehen dann, haben es mit sich gebracht, dass am Nachmittag des gleichen Tages ein Untersuchungsausschuss konstituiert wurde, nämlich ein Untersuchungsausschuss, der sich mit der Rolle des Verfassungsschutzes bei den neofaschistischen, bei den rechtsextremistischen Morden der sogenannten Untergrundzelle, nationalsozialistischer Untergrund, auseinandersetzen wird. Ich bin sehr gespannt, wie lange die Gemeinsamkeit, die gestern in dem Respekt gegenüber Marcel Reich-Ranicki zum Ausdruck kam, halten wird. Denn allein um die Frage, ob der Bundestag einen Untersuchungsausschuss zur Rolle des Verfassungsschutzes ins Leben rufen sollte oder nicht, war heftig umstritten, monatelang umstritten im Deutschen Bundestag. Nun gab es zwar einen Antrag aller Fraktionen und die CSU hat sich recht gerechtfertigt, dass sie mit der Linken zusammen auf einen Antrag geht, sagt, das ist die absolute Ausnahme, das werden sie nicht noch einmal tun, nur in dieser Frage. Aber es wurde dafür gesorgt, durch einen Rechentrick, dass die kleineren Oppositionsfraktionen, sprich also die Grünen und die Linke, gemeinsam keine eigenständigen Zeugen anrufen können. Schon in dieser Frage ist diesem Untersuchungsausschuss wieder eine Fessel angelegt worden. Ich gehe darauf ein, weil man in einer sehr schnelllebigen Zeit häufig den Eindruck hat, bestimmte Probleme sind doch schön gelöst. Nein, sie sind nicht gelöst. Und sie kulminieren natürlich in der Frage, was den Verfassungsschutz betrifft. Was bedeutet eigentlich die Überwachung von Abgeordneten, Mitgliedern, Sympathisanten, Unterstützern der Linken für unser Land, für die Demokratie, für unsere Gesellschaft? Und mit dieser Frage müssen wir uns sehr, sehr ernsthaft auseinandersetzen. Man ist ja geneigt, gerade als jemand, der auf dieser Liste steht, darüber Scherze zu machen und auch das eine oder andere vielleicht mal mit Lächeln zu bedenken. Als ich gestern im Flugzeug nach München saß, sprach mich ein junger Mann an und sagte, sitzt jetzt hinter Ihnen einer, der Sie beobachtet? Ich sagte zu ihm, ich dachte, Sie wären das. Darauf kriegte er einen roten Kopf und sagte, oh, ich mache jetzt gleich mal ein Foto. Das sind dann natürlich die, sagen wir mal, heiteren Varianten. Aber es geht ja eigentlich um etwas ganz, ganz anderes. Es geht darum, dass mit dem Signal, hier wird eine politische Partei, eine politische Kraft vom Verfassungsschutz beobachtet, Verunsicherung geschürt werden soll, dass den Menschen der Eindruck vermittelt werden soll, mit dieser Partei ist etwas nicht in Ordnung, die sind Staatsfeinde und wer sich mit denen einlässt, lässt sich mit Staatsfeinden ein.
Und ich finde, wir müssen da sehr, sehr genau aufklären, dass es nicht um die 27 Abgeordneten geht, sondern dass es darum geht, eine Partei zu schwächen, Ideen zu schwächen, die sich für Demokratie, für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Genau das, was ihr in eurem Landtagswahlkampf auch macht. Und diese Aufklärung, glaube ich, müssen wir gemeinsam betreiben, liebe Genossinnen und Genossen. Der Hauptzweck und der Hauptsinn der Überwachung, der Beobachtung, der Bespitzelung durch den Verfassungsschutz besteht darin, Verunsicherung zu schüren, Menschen davon abzuhalten, sich für linke Ideen zu engagieren und zum Beispiel auch einen Bürger, der zu einem Abgeordneten geht, in die Lage zu bringen, dass er sich sagt, ja, wenn ich jetzt mit einem Abgeordneten der Linken meine Probleme bespreche, schreibt da etwa der Verfassungsschutz heimlich mit? Werden die Briefe an den Abgeordneten vom Verfassungsschutz geöffnet? Kann mir das schaden in meiner politischen, in meiner beruflichen, in meiner persönlichen Entwicklung? Oder Lehrerinnen und Lehrer, die mit Schulklassen in die Landtage zu euch kommen oder zu uns in den Bundestag, die stellen sich vielleicht die Frage, habe ich jetzt einen Vermerk in meiner Personalakte, dass ich mit meiner Schulklasse die Abgeordneten der Linken besucht habe? Ich glaube, darum geht es. Das ist eine zutiefst antidemokratische Veranstaltung, eine Partei wie die Linke durch Überwachung diskreditieren zu wollen. Das ist der eigentliche Zweck und dem werden wir uns entschlossen entgegenstellen, liebe Genossinnen und Genossen. Müssten wir uns nicht, und das werdet ihr ja auch im Wahlkampf genau besprechen und mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam euch dafür einsetzen, müssten wir uns nicht mit ganz anderen Problemen in unserem Land auseinandersetzen. Wie ist es denn mit der wachsenden sozialen Ungerechtigkeit? Warum wird darüber so wenig diskutiert und gesprochen? In der Berliner Zeitung von heute hat ein Journalist, Holger Schmale, einen sehr bemerkenswerten Artikel geschrieben unter der Überschrift Klassenrepublik Deutschland. Und ich will ganz wenige Sätze zitieren. Er sagt zum Beispiel, in der Öffentlichkeit entsteht der Eindruck, dass die Regierenden zwar die Diskussionen über solche kleinen, aber doch symbolträchtigen Schritte zu mehr Gerechtigkeit nicht mehr unterbinden können, aber immer noch gelingt es ihnen trickreich, Entscheidungen ihrer Realisierung zu umgehen und zu verhindern. Und er spricht davon, wie Gleichheit in unserem Land zunehmend durch Ungleichheit, wie Gerechtigkeit zunehmend durch Ungerechtigkeit ersetzt wird. Und das ist die eigentliche Debatte, die wir zu führen haben. Wir haben die Debatte zu führen über soziale Gerechtigkeit, über Chancengleichheit. Wir haben die Debatte zu führen über ein solidarisches Land. Unsere Idee der Partei Die Linke ist die Solidarität. Wir sind der festen Überzeugung, dass Solidarität für alle in der Gesellschaft besser ist, liebe Genossinnen und Genossen. Und darum finde ich es richtig, dass ihr die Frage der sozialen Gerechtigkeit, der Solidarität in den Mittelpunkt eures Wahlprogrammes gestellt habt. Und darüber müssen wir reden, darüber müssen wir diskutieren. Und wir müssen auch die Wahrheit auf den Punkt bringen. Und wir dürfen uns davon nicht ablenken lassen, sondern wir müssen immer wieder sagen, wie viele Menschen es in unserem Land gibt, die von ihrem Lohn, den sie bekommen, nicht leben können. Es geht um viele, viele Menschen. Es geht nicht nur um eine kleine Randgruppe, aber selbst wenn es nur um eine kleine Randgruppe ginge, müssten wir uns für sie einsetzen, liebe Genossinnen und Genossen. Jeder siebte Arbeitnehmer in der Bundesrepublik bekommt einen Lohn, der unter 7,50 Euro ist. Das ist ein Lohn, von dem man nicht leben kann. Und darum haben wir die Initiative gestartet, dass wir einen gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro pro Stunde haben wollen. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, hat die Linke im Nachbarland in Mecklenburg-Vorpommern, aus dem ja auch André Brie gekommen ist, um euch zu unterstützen, anlässlich ihres Neujahrsauftaktes, ihres Neujahrsempfangs, eine Volksinitiative gestartet für 10 Euro gesetzlichen Mindestlohn. Und vielleicht könnt ihr von dieser Initiative auch hier im Wahlkampf Schleswig-Holstein Gebrauch machen und sagen, das, was die in Mecklenburg-Vorpommern machen, das können wir vielleicht zusammen machen. 10 Euro Mindestlohn ist ein gutes Ziel, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben insbesondere seit der Regierung Schröder, seit Rot-Grün, eine Zerstörung des Arbeitsmarktes.
Schröder ist damals mit dem Ziel angetreten, als er die Agenda 2010 vorgestellt hat, zu sagen, wir brauchen endlich einen Niedriglohnsektor. Denn es gibt ja so viele Menschen, die angeblich so schlecht ausgebildet sind und die sollen noch eine Chance haben. Der Niedriglohnsektor sollte Menschen als Chance verkauft werden. Ich kann das nur perfide nennen, denn wer von euch weiß es nicht, wer hat es nicht am eigenen Leibe erfahren, hat Freunde, Bekannte, Familie, die wissen, wie unsicher das Leben in einem Niedriglohn ist, wie unwürdig. Und wir wollen als Partei, dass die Menschen in Würde leben können. Und darum wollen wir ordentliche Arbeitsverhältnisse, gute Arbeit und keine prekäre Arbeit, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben in unserem Land viele Menschen, die Selbstständige sind. Häufig wird in den Medien der Eindruck erweckt, Selbstständige, das sind reiche Leute, die können spät aufstehen, gehen vielleicht um 10 zur Arbeit, kommen um 3 wieder zurück und das Konto füllt sich von selber. Aber auch ihr werdet das aus eigener Erfahrung wissen, dieses Bild stimmt überhaupt nicht. Wir haben in unserem Land 4 Millionen Selbstständige und 30% von ihnen bekommen weniger als 1.100 Euro im Monat und davon müssen sie sich versichern. Häufig reicht es nicht einmal dafür, sich für eine Rentenversicherung noch ein paar Groschen zur Seite zu legen und sie werden im Alter auf Grundsicherung angewiesen sein, werden Bittsteller sein beim Staat. Ich finde, das ist ein Zustand, der nicht hinnehmbar ist und darum setzen wir uns als Linke dafür ein, dass es eine gerechte Rentenversicherung gibt, dass es eine Rentenversicherung gibt, in die alle einzahlen und aus der auch alle etwas bekommen. Wenn sie ein Leben lang gearbeitet hat, soll im Alter in Würde leben können, liebe Genossinnen und Genossen. Und auch das habt ihr in eurem Leitantrag ja beschrieben. Ihr habt, liebe Genossinnen und Genossen, hier in eurem Land viele Probleme, die es in der ganzen Bundesrepublik gibt. Aber ihr habt hier auch besonders viel euch mit Armut, mit Kinderarmut, mit Armut von Frauen auseinanderzusetzen. Und ich finde es richtig, dass ihr diese Probleme in den Mittelpunkt eures Wahlprogramms und eurer politischen Auseinandersetzung gestellt habt. Ein ganz zentraler Punkt bei der Frage eines guten, eines sicheren, eines gesicherten Lebens ist die Frage, kann ich, wenn ich krank werde, mich darauf verlassen, dass ich ohne finanzielle Probleme wieder gesund werde? Und ich glaube, viele von euch haben schon die Erfahrung gemacht, dass wenn beim Arzt angerufen wird, ein Termin vereinbart werden soll, gefragt wird, wie sind Sie denn versichert? Und wenn man sagt, naja, AOK oder ähnliches, kommen Sie mal in 4 Wochen wieder. Oder viele haben gemerkt, es gibt 2 Wartezimmer in Arztpraxen. Das eine Wartezimmer für die gesetzlich Versicherten, das andere Wartezimmer für die Privatversicherten. Das ist etwas, womit wir uns nicht abfinden können. Und ich sage, auf der anderen Seite haben wir genug Beispiele, dass Menschen leichtfertig in die private Krankenversicherung gelockt werden, aus der sie dann nicht mehr herauskommen. Und viele Rentnerinnen und Rentner, die aufgrund von bestimmten Konstellationen in die private Krankenversicherung gegangen sind, haben jetzt das Problem, dass sie einen Großteil ihrer Rente dafür aufbringen müssen. Und auch das ist ungerecht. Und ich finde, wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir eine solidarische Gesundheitsversicherung haben, in die alle einzahlen müssen und in die alle einzahlen können und mit der alle abgesichert sind. Und da ganz nebenbei können wir auch noch diese unselige, unheilige Praxisgebühr abschaffen, liebe Genossinnen und Genossen. Denn die Praxisgebühr hat doch ein ganz einfaches Ziel. Sie wurde eingeführt, um die Leute davon abzuhalten, zu häufig zum Arzt zu gehen. Man hat Statistiken und mit Statistik kann man ja alles machen und hat erklärt, wenn das kostet, überlegen sich die Leute, nicht öfter zum Arzt zu gehen, als es angeblich in anderen Ländern Europas der Fall ist. Welche Effekte sind aber eingetreten? Diejenigen, die wenig Geld haben, verschieben ihre Krankheit aufs nächste oder aufs übernächste Quartal. Diejenigen, denen das nicht ausmacht, die gehen genauso oft oder genauso selten zum Arzt wie früher. Und der Satz, weil du arm bist, musst du früher sterben, hat wieder Geltung in unserem Land. Und ich finde, mit so einer Situation, weil jemand arm ist, muss er eher sterben, darf man sich nicht abfinden, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossen,
Genossinnen und Genossen, wir haben in Erfurt unser Grundsatzprogramm beschlossen. Das Grundsatzprogramm haben wir unter dem Motto Freiheit, Würde, Solidarität diskutiert. Und Freiheit, liebe Genossinnen und Genossen, ist für mich nur in Verbindung zu bringen mit Demokratie. Und wenn ihr euch auseinandersetzt darüber, was ihr erreichen wollt für Schleswig-Holstein, ist natürlich die Frage, wie könnt ihr worüber entscheiden, die zentrale Frage. Ihr habt euch in vielen Diskussionen, in vielen Auseinandersetzungen mit der Frage der Schuldenbremse befasst. Und ich komme noch ein einziges Mal zum Thema Verfassungsschutz zurück. Den will ich nämlich den Begriff mit dem Thema Schuldenbremse verbinden. Der Verfassungsschutz hat einen völlig falschen Namen. Er schützt ja nicht unsere Verfassung. Er ist ein Inlandsgeheimdienst. Und wie die Unterstützung, die enge Nähe zu der NSU gezeigt hat, gefährdet er sogar unsere Verfassung. Also er ist ein Lügenwort, wie viele andere Lügenworte es auch sind. Ein ähnliches Lügenwort ist die Schuldenbremse. Schuldenbremse hört sich erstmal vernünftig an. Wer hat schon gerne Schulden? Schulden sind ja etwas, was man vermeiden möchte. Und jeder, der im privaten Bereich Schulden hat, sieht zu, wie er sie wieder losbekommt. Und darum ist das ein Wort, was auch sehr gut geeignet ist. Ihr habt das sicher in euren Diskussionen in der Öffentlichkeit um die Schuldenbremse gemerkt, was sehr gut dazu geeignet ist, die Hirne der Menschen zu vernebeln, ihnen einen falschen Eindruck zu vermitteln. Der falsche Eindruck, um da mal einen kleinen Schlenker ins Ausland zu machen, das Wort Schuldenbremse, war sogar so wirksam, dass in der Schweiz, dem Land, in dem häufig Volksabstimmungen sind, in der Schweiz die Schuldenbremse sogar per Volksabstimmung eingeführt wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Aber das nur nebenbei. Bevor wir in Deutschland die Schuldenbremse ins Grundgesetz gegen die Stimmen der Linken aufgenommen haben, gab es einen Besuch eines zuständigen Bundestagsausschusses in der Schweiz und die Kollegen dort haben uns gewarnt, haben gesagt, wenn ihr der Schuldenbremse zustimmt, dann nehmt ihr euch die politischen Gestaltungsmöglichkeiten aus der Hand. Und man kann sich natürlich fragen, warum soll man überhaupt zu Wahlen antreten, wenn man keine politischen Gestaltungsmöglichkeiten hat? Wir wollen, dass die Politik etwas zu entscheiden hat. Wir wollen, dass diejenigen, die gewählt werden, die das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger haben, etwas zu entscheiden haben. Und wir wollen nicht, dass in Konzernzentralen über unser Schicksal entschieden wird, liebe Genossinnen und Genossen. Schuldenbremse ist etwas, was ihr in eurem Wahlprogramm sehr intensiv und viele der Kandidatinnen und Kandidaten ja auch in ihren Bewerbungen geschrieben haben, womit ihr euch intensiv auseinandergesetzt habt. Man kann natürlich sagen, es gibt eine Schuldenbremse, der wir uns auch anschließen könnten. Die beste Schuldenbremse wären vernünftige Steuereinnahmen, wären Vermögensteuern, wären Millionärsteuern, wären eine Finanztransaktionssteuern. Alles Dinge, für die wir uns einsetzen, wäre eine gerechte Steuerpolitik. Einnahmen von den Großkonzernen, von den Unternehmen und keine Steuererleichterung für diejenigen, die Parteien mit Spendengeldern sponsern, liebe Genossinnen und Genossen. Und welche direkten Wirkungen Sponsoring haben kann, das haben wir ja kurz nach der letzten Bundestagswahl erfahren. Da gab es eine Entscheidung auf Druck der FDP, nämlich die Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer auf Hotelübernachtung von 19% auf den ermäßigten Umsatzsteuersatz zu senken. Ich habe diese Steuer damals Mövenpick-Steuer genannt, weil es nämlich kurz vorher, vor den Koalitionsverhandlungen, eine Großspende der Mövenpick-Gruppe an die FDP gab. Und das war das Zeichen dafür, dass man in diesem Land Politik nicht mehr wählen kann, sondern dass Politik bestellt wird. Wir als Linke wollen, dass gewählt wird. Wir wollen die Demokratie zurückerobern, liebe Genossinnen und Genossen. Ihr habt ja heute noch ein sehr, sehr langes Programm vor euch und ihr werdet natürlich über die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten sehr gewissenhaft, sehr solidarisch, sehr menschlich abstimmen. Aber es hat natürlich auch immer, ja,
Es ist mal eine Entscheidung, wenn für jeden Platz oder mehrere Plätze mehrere Kandidaten zur Verfügung stehen, wenn sie mit guten Konzepten alle sagen, das ist mein Angebot, hier möchte ich mitmachen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich wünsche mir und ich wünsche uns allen, dass es uns gelingt, diesen Parteitag und nach diesem Parteitag eine Atmosphäre zu haben, dass man sagt, ich bin zwar nicht gewählt worden auf diesen Platz, auf den ich ursprünglich gewählt werden wollte, aber ich bin ja nicht angetreten, um diesen Platz zu erringen, sondern ich trete an, um die Politik in diesem Land zu gestalten, um die Politik zu verändern, um dieses Land sozialer und gerechter zu gestalten. Liebe Genossinnen und Genossen. Ich glaube, wenn wir das miteinander hinkriegen, dann sind wir auf einem guten Weg. Wir haben ja bis vor kurzem die Idee gehabt, dass ihr die einzigen seid hier in Schleswig-Holstein, die in diesem Land, in diesem Jahr Landtagswahlen haben. Nun habt ihr Gesellschaft bekommen im Saarland, das habt ihr sicher, obwohl es ein bisschen entfernt ist von hier, das habt ihr sicher verfolgt, hat ja ganz plötzlich die Frau Annegret Kramp-Karrenbauer die Koalition aufgekündigt und gesagt, also mit einer derartig desolaten Partei wie der FDP möchte sie nicht mehr zusammenarbeiten. Und ich bin mal gespannt, ob es so eine Entscheidung demnächst auch auf Bundesebene gibt. Dann haben wir vielleicht sogar noch Bundestagswahlen. Also eure Sonderstellung in diesem Jahr, liebe Genossinnen und Genossen, ist doch etwas relativiert worden. Aber das wird euch sicher gar nicht ärgern, denn, liebe Genossinnen und Genossen, wenn es uns gelingt, im Saarland ein gutes Ergebnis für die Partei Die Linke zu erringen, dann, glaube ich, ist das auch nochmal ein deutlicher Rückenwind für die Wahlentscheidung hier in Schleswig-Holstein. Und auch aus diesem vielleicht ein bisschen egoistischen Grunde könnt ihr alle unseren Genossen im Saarland die Daumen drücken und vielleicht, wenn sich die Zusammenarbeit ergibt, auch die eine oder andere Zusammenarbeit wirklich realisieren. Ich glaube, das kriegen wir gut hin. Ein gutes Wahlergebnis im Saarland wäre ein gutes Omen für die Wahl in Schleswig-Holstein. Und ich finde, da können wir auch ruhig ein bisschen Druck machen, liebe Genossinnen und Genossen. Und dass ja in unserer Partei Solidarität möglich ist, zeigt sich ja auch darin, dass André Brie sich bereit erklärt hat, aus dem Nachbarland hierher zu kommen, mit seinen Ideen, mit seinen Erfahrungen, mit seinen Vorschlägen, euch und uns alle bei dieser Wahl zu unterstützen. André Brie hat, ja, da könnt ihr ruhig mal klatschen. Ohne jetzt in Elogen verfallen zu wollen, aber ich glaube, bei André Brie kann man genau etwas beobachten, was ich gerne bezeichne als die Verbindung von Hand- und Kopfarbeit. Es gibt ja Leute, die sitzen und schreiben schlaue Papiere, legen die einem auf den Tisch und sagen, mach mal. Und es gibt Leute, die schreiben schlaue Papiere und die machen aber auch Aktionen und machen selber die Aktionen. Und ich kann mich erinnern, dass André Brie nicht gezögert hat, als wir ihn gebeten haben, uns noch am letzten Wochenende des Berliner Wahlkampfes zu unterstützen, mit diesem großen Transparent, für das man ja auch Spezialfahrzeuge braucht, nach Berlin zu kommen, selber zu fahren und an einer Berliner Kreuzung das Transparent, was genau zeigt, wer in diesem Land das Sagen hat, nämlich Herr Ackermann, für uns in den Wahlkampf mitzubringen. Und ich bin mir sicher, ähnliche Ideen habt ihr auch für Schleswig-Holstein entwickelt und das fällt auf, das fiel den Medien auf, das fiel den Bürgerinnen und Bürgern auf und es machte auch allen gemeinsam Spaß. Und das, finde ich, ist auch eine große Chance im Wahlkampf, dass man in der konkreten Arbeit, in der konkreten Aktion zueinander findet, miteinander neue Ideen entwickelt und vielleicht alte Streitigkeiten vergisst, liebe Genossinnen und Genossen. Das Wahlziel habt ihr benannt. Ihr wollt sicher wieder in den Landtag einziehen. Ihr wollt den Blick über die Kieler Förde genießen können. Ihr könnt ihn dann, das ist natürlich nicht die einzige Motivation, aber mir fiel das auf, das ist eines der schönsten Parlamente und einer der schönsten Arbeitsplätze der Welt. Aber ich habe in vielen Bewerbungen gelesen, dass diejenigen, die für das Parlament kandidieren, genau wissen, dass das Parlament nur ein kleiner Teil des Lebens und ein kleiner Teil der Gesellschaft ist. Es ist unheimlich anstrengend, es macht unheimlich viel Arbeit, wenn man neu ist, sich in die ganzen Tricks
einzufuchsen. Und das ist auch ganz gut, wenn einem jemand zur Seite steht, der Erfahrung hat und sagt, das kannst du sein lassen, aber das darfst du nicht verpassen. Aber das Entscheidende ist, dass man erstens nie die Verbindung zu seinen Wählerinnen und Wählern verliert und dass man das, was man durchsetzen will im Parlament, nur durchsetzen kann, wenn Menschen hinter einem stehen, die ähnliche, gleiche Ideen wie wir haben, nämlich die Idee von Freiheit, Würde und Solidarität. Vielen Dank.